Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei 119 KDEC und Thüringen, Video 3.1. Ja, ich fahre jetzt zum Hof und werde mal dort den Traktor tauschen gegen einen kleineren Traktor. Weil der große dafür ist schade. Den nur genommen, weil er hier über 60 km/h fahren kann. Macht sich besser vom Shop, vom Händler, kann man sagen. Sonst, ich meine, für die Fahrt nicht gerne da unten, aber hier könnte ich einen Silo nutzen, normalerweise, als Halle. Ja, das wäre eine Option, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Aber erstmal haben wir eine Liste hier fahren. Ne? Gülle hatte ich auch ein bisschen, glaube ich, aber nicht so viel. Düngen müssen wir noch. Aber erstmal schnell den Kurs einfahren für Mist. Und dann noch vielleicht mal düngen. Zeitnummer 63, glaube ich, oder 62. Da, wo ich gestern die Ballen geholt habe. Silageballen. So. Der eine Anhänger muss noch weg. Und den Traktor wollte ich tauschen. Da ist kurz mal wegstellen. Dann beginnen alle reinfahren. Ja, das ist ungünstig da, ne? Okay, lassen wir so stehen. Ja, muss ich mal sehen. Am besten nutzen können. Nehmen wir hier einfach mal einen Traktor raus. Das reicht normalerweise. 280 PS. Der macht's. Und das Gewicht können wir schon dran lassen. Und wir hinten ab. Und den Anhänger mit LKW noch. Der LKW war jetzt gewesen in der Halle jetzt bei der BGH. Ich bin so langsam angewöhnt, dass ich da jedes einen festen Platz hat. Und Stroh wollte noch holen. Fällt mir gerade so ein. Der Hänger wackelt. So ein Mod, ne? Dann holen wir mal Stroh und können wir gleich einen Anhänger weg. Also kommt uns noch nichts hier. kein System. Naja, so viel Mist ist hier auch nicht da. Gut, okay. Ich wollte noch hier mit diesem Traktor gleich wegfahren und den Anhänger für Stroh. Weil sie hier für Gras oder Stroh halt, ne, Sammelwagen, wollte ich hier aus dem Weg rollen. Denn irgendwann muss ich auch die Milch verkaufen. Und das wird dann, muss dann die Wege frei sein. Ich hole mal Stroh aufs Lager. Aber hier so ein kleines Lager. So. Oh. Ja, doch recht viel. So, was mache ich Kühe am anderen Ende? Also, hier ist noch Futter, alles top. Das ist gut. Und hier, ja, ist auch noch alles top. Wasser ist auch noch genug da. Da ist auch genug Wasser, aber kein Stroh. Gut, dann haben wir da Gülle. Würde ich auch Gülle fahren. So, dann haben wir den Stroh mal jetzt mal gleich. Hier geht es darum, hier ist ja der Futterautomat. Beim Hof 3. Und den will ich gerne befüllen. Stroh war noch gefehlt. Und die Lage auch.
die Nase. Das kann ich auch gleich machen, da ist der Anhänger drin. Ach, der ist mir am Ding eingefunden. Rangieren ist hier ungünstig, weil da drüben schon Fahrzeuge. Aber das geht trotzdem irgendwie. Ich muss ja irgendwie da hinkommen. Ganz rechts außen. In der Mitte ist Heu. Das wird auch so knapp. Den Rest kippen wir halt im Stall rein. Von der anderen Seite halt. Ich finde hier ein bisschen. Ne, weil warm ist und dann hinterher nicht. Da sind schon sehr viele Tiere drin, habe, also 550 glaube ich. Aber die meisten sind noch nicht. Noch zu jung, ne? Viele sind noch zu jung. Aber ich habe mit Mühe und Not die Kühe mit rübergekriegt, so zu diesem Spielstand. Da ja die neue Karte kam und ich auch die neue Karte spielen wollte, logischerweise. Na, alles habe ich sowieso nicht, weiß ich genau. Auch wenn noch ein Jahr noch Zeit ist. Wie gesagt, was Neues kommt, muss man es auch haben, ne? Das Stroh an am Ende, wo der Anhänger ist, das ist ungünstig. Da ist die Arke. Den könnte ich hier auch stehen lassen. Das Seil wird leer. Wenn der leer ist, dann ist. Will mal gucken. Na, hier nicht. Das ist. Ach, okay. Da können wir noch Stroh holen. Ja, das war nicht so gut. Ja, das war nicht so gut. Der hat ja anfangs relativ wenig angezeigt. Vermute mal deswegen, dass ich mir die Tiere erstmal 10 gekauft hatte. Und dann die Tiere, die 10 gelöscht hatte, da meine anderen Tiere vom anderen Spielstand reinkopiert habe. Die 10 Tiere habe ich deswegen gemacht, damit ich leichter finden konnte in dieser Partei. Ein Stall ohne Kühe fällt mir nicht so auf, weil ich das Englisch nicht mächtig bin. Und es ist dann natürlich besser, wenn ich das irgendwas verbinden kann. Ne? Das war ich mit Schwarz-Weiß irgendwas. Mit Black und White oder keine Ahnung, wie hieß das. Na, reinkippen wir wirklich nicht mehr. Ja, wenn die BGH richtig mal läuft, dann können wir auch mal Gärreste ausbringen für die Felddüngung. Ne? Wir müssen mal schauen, dass ich besser hinkriege, dass ich irgendwie. Wie gesagt, der Anhänger müsste da nicht raus, das wird leichter.
Wieder so ein Pfeiler im Weg. Ich habe hier wieder einen hohen Reifenverschleiß, muss ich sagen. Und das ist ein Haar auf der Nase. Kitzel. Ja, die Lenkung hinten bei dem Anhänger ist ja auch dann unbedingt, wenn man nicht braucht. Ne? Ja, ich muss in die Vorwärts reinfahren, jetzt auch nichts. Junge, da fehlt schon Farbe auf den Felgen. Aber die Farbe hält lange eigentlich, überlegt. Traktor ist schon ein paar Stunden alt, ne? Klemme. G2. Wir haben alles für Tage. So, das sind Gewichte. HD, das sind unsere Spritzen. Krone. Das ist ja K2. Nee, das ist Band. Ah, hier, das sind 30 Tage. Betriebsstunden 38. Also Leute, hier geht viel Mist rein. Der Alt-S. Na gut, eine Fuhre noch. Beim nächsten Mal nur den Anhänger wegnehmen. Beziehungsweise machen wir morgen. So. Hier. Starten, ne? Muss ich immer schön. So. Und den anderen darunter. So, starten. Ist ja im Prinzip nicht schlecht, ne? Aber das hat irgendwas gemacht. So. Zuklappen. X. Naja, mal ganz gut sein, wenn ich rollen soll, ne? Könnte man ankoppeln. Höher geht nicht. Es geht nicht darum. Mal gucken, wo der Kurs ist. Könnte ich zur Not ein bisschen verschieben. Damit die Fahrzeuge durch können. Ne? Mein Beladen vermisst man so im äußeren Bereich nehmen. Aber wenn man hier ein Traktor kommt, ein bisschen weiterfahren, das ist auch nichts. Das ist an der Förderbahnschrägen stellen. So. Da lenkt sich so beschissen, wenn er hinten vorne aufliegt. Ja, die Gabel muss ich auch mal irgendwann weg. Mist, kommt schon mehr. Das sehe ich gerade so. Jo, melde dich mal. Okay, noch nicht so. Das ist ungünstig, ungünstig, zu eng. Ich häng in der Wand fest, gibt's doch gar nicht. Ja.
Das war schwer, so ich brauche einen Traktor, einen LKW. Erst von unten bei der BGH, damit ich ihn einstellen kann und fahren kann. Den Radlader, den kann ich noch stehen lassen, den brauche ich hier sowieso. Denn hier soll das ganze Dings rein, das Pferdegras. Das wird eine schöne Aktion werden, um beizufahren. Da überlege ich mir, ob ich da zwei Fahrzeuge fahren lassen oder vier. Aus zwei Spuren, ne? Im Grunde einer links, einer rechts. Und dann ja, hier so lang fahren und die andere auf andere Spur. Und dann über Gras rein, ne? Oh, diesen Baum. Oder ich lasse hier eine Krone aufladen. Und dann kann nur eine Spur gefahren werden. Grunde. Das kann schon mehr gefahren werden, aber wie gesagt, dann fahren alle anderen als Überladewagen und dann Krone wird die nur aufladen. Ne? Das wird ja auch funktionieren. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Wenn ich nicht gerade irgendwo festfahre, Mist fahren, Route einstellen und solange das funktioniert. Dann nochmal tschüss, ciao und nochmal schön Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.